Hallihallo, heute hier am 10. Januar 2021. Ich hatte in den letzten Tagen hier auf der Baustelle, war ich wieder fleißig, auch durch Unterstützung mit Helfern und so weiter, und möchte einfach mal den aktuellen Stand dokumentieren bzw. halt die Fortschritte aufzeigen. Aktuell stehe ich eben ganz unspektakulär hier im Eingangsbereich, im Flur, im Erdgeschoss. Man kann aber auch sehen, dass die Sonne hier schon sehr schön hineinscheint, nämlich von dieser Seite hier. Die steht ziemlich flach zu dieser, hier also die Uhrzeit und Jahreszeit. Und ja, hier kommt auch eine Menge Licht rein, das ist schön, denn obwohl eben hier noch nicht verputzt ist, macht das schon einen ganz anderen Eindruck, wenn auch mal hier ein bisschen Tageslicht hineinkommt. Ansonsten war das eben ganz oft der Fall, dass man hier im Dunkeln irgendwie arbeiten muss, einfach weil es ab 5, 6 schon hier stockfinster wird. Und was wettertechnisch auch nicht so vorteilhaft ist nach wie vor, ist eben die Temperatur. Hier sind jetzt irgendwie im Innenbereich sind wir bei 3, 4 Grad in der Regel, außen teilweise im Negativen. Und ich muss hier schon noch ein bisschen nachheizen. Ich habe mittlerweile nur noch die Elektroheizung. Leider hat es das Gasheizgebläse irgendwie zerlegt. Das ist mit ganz viel Magic Smoke ja, in Luft aufgegangen. Da hat es irgendwie das Gasventil oder so ist geschmolzen. Ich habe zwar noch ein paar Gasflaschen, die auch noch befüllt sind zum Teil, aber mit denen kann ich nicht mehr heizen, weil ich aktuell zumindest kein Heizgebläse habe. Zunächst vielleicht ein paar Worte zum Zentralstaubsauger. Da war ich auch beim letzten Mal schon so weit, waren diese Wallboxen, diese Unterputzboxen, waren schon eingearbeitet. Die sind hier eben noch befestigt mit so einer Lattung, einfach damit das an Ort und Stelle bleibt. Was ich jetzt in den letzten Tagen, womit ich angefangen hatte, war einfach die Verrohrung. Also da habe ich das hier mal so angedeutet, einfach um ein Gefühl dafür zu kriegen, wie sich die Rohre verarbeiten, zusägen. Und ja, wie man das Ganze zusammensteckt, verklebt und so weiter. Die Trassen sind jetzt wirklich im Detail verplant. Also das wird hier in der Decke entlang laufen und dann dort rüber und so weiter. Und das muss jetzt im Prinzip nur noch ausgeführt werden. Das ist natürlich auch noch ein bisschen Arbeit, aber auf die werde ich mich dann in den nächsten Tagen eben fokussieren. Daneben, und das kann man hier vielleicht jetzt ganz gut sehen, trotz der Unordnung, haben wir jetzt eben in allen Fällen, glaube ich, oder fast allen zugänglichen Fällen, haben wir jetzt diese roten Signaldeckel eben in die Unterputzdosen gesetzt. Man kann das sehen, ich hatte das auch an anderer Stelle schon mal gezeigt und erklärt. Normalerweise sind ja hier solche Fähnchen eben angebracht, drei so Fahnen pro Signaldeckel. Die haben wir eben abgeschnitten, haben hier einen Magnet möglichst zentral eben platziert mit Kleber. Das Ganze wird jetzt eben verputzt. Diese Dose brauche ich höchstwahrscheinlich nicht. Gerade am Anfang ist jetzt an der Stelle, glaube ich, nichts geplant. Aber wenn man hier mal irgendwie was an die Wand hängen möchte, eine Visualisierung, ein Tablet oder sowas, dann wäre das jetzt die richtige Höhe, 1,50 Meter. Dann kann man hier eben das ganz gut lokalisieren mit durch den Magneten eben, haut an der Stelle so ein bisschen den Putz weg und hat dann Zugang zu der Unterputzdose mit dem Leerrohr und das verbindet einmal nach unten und einmal nach oben eben, kann das dann eben angefahren werden, kann ein Kabel eingezogen werden und dann hat man hier eben eine saubere Lösung, ohne dass da jetzt irgendwie Kabel sichtbar wären. Ja, und so in etwa sieht es hier eben im gesamten Erdgeschoss bzw. auch in den anderen Geschossen aus. Da gibt es halt eine Unmenge von Dosen, das kennt ihr aus anderen Videos schon. Die sind jetzt eben alle mit diesen roten Signaldeckeln abgedeckt, sind soweit eben fürs Verputzen fertig. Man kann auch sehen, hier hängen noch eine Menge Leerrohre irgendwie von der Decke in den Ecken. Jeweils, die werde ich nochmal so ein bisschen zusammenbinden und irgendwie also so befestigen müssen, dass sie einfach nicht stören beim Verputzen, einfach irgendwie hier wegbewegen, damit man das eben auch in der Ecke sauber verputzen kann. Grundsätzlich ist ja die Idee, in den allermeisten Fällen werden die tatsächlich auch von unten angefahren werden, eben über diese estrichbündigen Bodenkanäle, die hier rundherum verlaufen sollen. Und ja, die Leerrohre führen dann eben in diese Kanäle und dann von da aus kann ich dann eben die Kabel an ihren Bestimmungsort führen. Und neben diesen Arbeiten ist auch hier im Erdgeschoss noch so ein bisschen was passiert, beziehungsweise mittlerweile tatsächlich an den verschiedensten Stellen im gesamten Haus. Also die Systematik ist ein bisschen verloren gegangen und überall, wo mir noch was einfällt, da habe ich einfach mal losgelegt und irgendwelche Helfer darauf angesetzt zum Teil. Und dementsprechend verteilen sich die Veränderungen zum Teil eben über das gesamte Haus, irgendwelche Kleinigkeiten, das sind jetzt keine großen Maßnahmen mehr, aber zum Teil ändert sich eben auch das, was man vorhat und was man sich zutraut, dann im Rohbau, in der Rohbauphase noch. Klar hätte man alles im Vorfeld irgendwie planen können, aber das ein oder andere sieht man vielleicht auch erst später oder traut sich das erst später zu. Oder aus welchen Gründen auch immer kann das eben sein, dass sich auch im Rohbau noch solche Dinge, dass einem solche Dinge eben noch einfallen. Ein Beispiel hierfür wären zum Beispiel hier im Gäste-WC, im Erdgeschoss zum Beispiel, möchte ich unterhalb des Fensters, genauso aber in der Garderobe, hier nochmal so eine Beleuchtung. Also hier
quasi hier unterhalb des Rollokastens. Da möchte ich so ein Profil, ein LED-Profil anbringen, das auch mein Lehrer seitlich eben anfahren und einfach hier für so eine dezente oder für so eine Akzentbeleuchtung nachher sorgen, damit man das Fenster eben auch irgendwie nochmal hervortun kann oder hervorheben kann eben durch die Beleuchtung. Hatte ich jetzt vorher nicht so im Sinn, fand ich aber eine ganz nette Idee. Die Profile sind auch schon bestellt, das ist soweit vorbereitet und die müssen dann da halt nur noch angeschraubt werden, sobald sie da sind und zugesägt sind, eben auf die richtige Länge. Werde ich sicherlich dann auch nochmal im Zustand zeigen, bevor das verputzt ist, beziehungsweise halt danach, wenn es verputzt ist. Da schaut dann das Profil trotzdem noch so weit heraus, dass man da eben seinen LED-Streifen nachher anbringen kann. Eine weitere Veränderung hat sich jetzt hier im Kellergeschoss ergeben. Ich befinde mich jetzt hier in meinem späteren Büro, in meiner Heimarbeitsstätte. Und auch hier ist jetzt mir erst im Nachhinein, ist es mir wichtig genug geworden, sozusagen, hier nochmal ein LED-Profil einzuarbeiten. Und zwar auch in dem Fall hier unterhalb des Rollokastens, eben am Fenster. Zum einen kann man dadurch vielleicht das Fenster in Szene setzen, wenn man da jetzt irgendwas aufs Fensterbrett stellt oder so, kann man das dann vielleicht schön in Szene setzen, wenn es dunkler wird. Oder man kann das eben auch als Teil eines Gesamtbeleuchtungskonzepts sehen und da vielleicht ein bisschen Tageslicht mit einmischen. Wie gesagt, das wird jetzt nicht die Hauptlichtquelle werden oder ersetzt halt nicht die Beleuchtung im Raum, aber das kann eben ein Element von so einem Gesamtkonzept sein. Und hier ist natürlich, wir reden hier von Beton mit Stahl drin eingearbeitet, eingegossen und so weiter. Das ist dann nicht ganz so einfach, hier eben Leerrohre oder Kabel hinzuführen. Und ich möchte auch hier eben alles mit einem Leerrohr lösen. Dementsprechend mussten wir eben auch hier fräsen. Und das ist in dem Fall tatsächlich alles andere als trivial gewesen. Und haben wir aber hinbekommen. Was jetzt eben noch fehlt, ist hier das letzte Stück. Das Profil soll so ein bisschen nach innen gesetzt werden. Das heißt, ich muss hier auch noch mal ein bisschen was raushauen, rausflexen, muss ich mal sehen. Aber ein Großteil der Arbeit ist hier schon erledigt. Das geht dann eben nach oben, analog und ähnlich zu den anderen Rohren, die sich hier in dem Raum schon befinden. Bezüglich des Themas Beleuchtung sind wir auch an anderer Stelle weitergekommen und haben deutliche Fortschritte gemacht, nämlich beim Thema Treppenbeleuchtung. Die war tatsächlich von Anfang an so geplant, aber aus Zeitmangel sind wir bisher einfach noch nicht dazu gekommen. Und zwar ist es so, dass wir eine individuelle Stufenbeleuchtung haben. Und ja, wir wollen einfach, oder im Grunde meine Frau wollte keine Treppen mit Überstand. Das heißt, diese Setzstufe und die Stufe selbst, die gehen eben im 90-Grad-Winkel wohl direkt nach unten. Da gibt es keinen Überstand, wie man das vielleicht von anderen Treppen her kennt. Das heißt, man kann das jetzt nicht so von unten indirekt beleuchten, jede Stufe einzeln, sondern in unserem Fall wird das über die Seite passieren. Also das kann man hier sehen. Wir haben jetzt hier eben passendes Holz zugeschnitten und das ist nun so gedacht, dass quasi auf jede Stufe, man kann das vielleicht, muss ich ein bisschen näher hingehen, für jede Stufe, also die Stufen wurden ja auch angezeichnet schon durch den Treppenbauer hier im Rohbau. Und bei jeder Stufe wird es nachher so ein Profil geben. Das habe ich auch testweise schon mal bestellt. Das kann ich euch gleich nochmal hier zeigen. Aber grundsätzlich ist es so, dass wir hier eben jetzt Holz angebracht haben. Die einzelnen Stufen sind dann wiederum mit Leerrohren miteinander verbunden, damit man da jeweils halt das Kabel weiterführen kann. Und letztendlich wird das Ganze verputzt und nach den Verputzarbeiten werden wir das Holz entfernen und eben dieses Profil da einarbeiten. Klar, da wird es auch wieder ein bisschen was abbröseln und so weiter. Das ist jetzt keine Plug-and-Play-Lösung, sage ich mal, sondern man muss auch nachher dann nochmal nacharbeiten. Aber das sollte dann doch optisch hoffentlich schön wirken. Ja, und so zieht sich eben die Treppenbeleuchtung dann entlang des Verlaufs der späteren Treppen, also die Bautreppe jetzt, die provisorische, die ist nochmal ein bisschen anders, aber man sieht ja hier immer dann die Zeichnung, wie es eben nachher aussehen wird. Und da haben wir jetzt eben diese Bretter hier immer an die Wand geschraubt, das Ganze miteinander verbunden und das zieht sich dann hier einmal in den Keller entlang. Gerade hier, das ist eine Außenwand und die war eben aus Stahlbeton. Da hat es besonders viel Spaß gemacht, hier diese Fräsungen und Öffnungen zu schaffen für das Leerrohr. Also das war deutlich anstrengender, als es jetzt im Proton der Fall ist, aber kriegt man dann mit Zeit und Mühe dann auch hin. Und dann geht das hier nochmal um die Ecke und hier ist es ja dann wieder eine Innenwand mit Proton. Da ging das dann wieder. Hier an der Stelle, da musste ich auch ein bisschen kreativ werden oder halt irgendwie Schreiner werden, weil die spätere oder die Bautreppe, die war da im Weg. Also der Balken war ähnlich wie hier und ähnlich wie auf den anderen Seiten hier eben an der Wand angeschraubt und war halt genau an der Stelle, wo auch irgendwie dieses Brett sich jetzt befindet. Das heißt, es war im Weg, auf gut Deutsch gesagt. Das heißt, ich musste hier diesen Balken durchtrennen, das Ganze irgendwie von unten abstützen mit so einer Stützkonstruktion und auch die Treppe selbst nochmal versetzen, ein bisschen nach rechts. Hat letztendlich aber super geklappt. Das Ganze ist stabil, man kann da laufen.
Und man hat halt jetzt hier so Zugang, um eben die Treppenbeleuchtung oder eben diese Holzbretter anzuschrauben für die spätere Treppenbeleuchtung. Und hier beim ersten oder letzten Element gibt es auch nochmal so ein Leerrohr, das hier weggeht. Dann eben auf dem Rohfußboden wird das weitergehen. Tatsächlich da hinten in diesem Bereich. Auch da wird es dann wieder so einen estrichbündigen Bodenkanal geben. Dasselbe Bild ergibt sich hier, wenn man nach oben schaut. Also ich bin jetzt hier eben vom Erdgeschoss aus Richtung Obergeschoss unterwegs. Und auch hier in der Seitenwand haben wir eben diese Stufenbeleuchtung. Hier sieht man das vielleicht noch mal besser. Die unterscheiden sich auch jeweils in der Länge. Einfach weil wir keine geraden Stufen und kein gerades Treppenhaus haben, sondern das geht hier so im Bogen herum. Dementsprechend sind die Treppen hier im Eckbereich länger und werden dann halt dahin, wo es dann gerade wird, kürzer. Das heißt, wir mussten auch dieses Holz immer jeweils passend zuschneiden und haben dann hier immer die Wand so ein bisschen geöffnet, haben da ein Leerrohr eingebracht, einfach damit das Unterputz liegt und eben so all diese einzelnen Teile miteinander verbunden. Oben angekommen, da sieht das eben so aus. Da gibt es jetzt hier an der Stelle eben das letzte Element, Holzelement. Auch das ist hier an die Wand geschraubt und auch hier gibt es dann ein Leerrohr, was weggeht und in diesem Fall einfach der Tatsache geschuldet, dass hier der Rohfußboden eben nicht herüber geht. Und um die Leitungsführung im Leerrohr eben möglichst einfach zu gestalten, geht das hier durch die Wand hindurch, kommt auf der anderen Seite heraus und wird dann eben am Rohfußboden entlang irgendwie hier hingeführt werden. Auch an der Stelle kommt wieder so ein estrichbündiger Bodenkanal zum Einsatz. Da gibt es dann auch eine Reihe von Leerrohren, die hier im Rohbeton bereits verlegt worden sind. Das Ganze führt dann irgendwo Richtung Hausanschlussraum. Man kann das eben alles miteinander verkabeln und hat dann hier eben seine Stufenbeleuchtung. An der Stelle spiele ich auch tatsächlich mit der Idee, beziehungsweise das ist aktuell eben der Plan, hier individuell adressierbare LEDs einzusetzen. Grundsätzlich gibt es ja hier diese klassischen LED-Bänder, sage ich mal. Da kann man zwar jeden Farbkanal einzeln steuern, je nachdem halt RGB, RGBW, RGBC, CT oder eben nur Weißtöne und so weiter. Aber grundsätzlich kann man da eben die Farben nur über die gesamte Länge einstellen. Die ist dann überall gleich. Was ich mir hier überlegt habe an der Stelle, ist eben diese individuell adressierbaren LEDs zu verwenden. Da braucht es dann halt ein bisschen mehr Logik, einen Controller, der das Ganze ansteuert. Aber dadurch lässt sich halt jede LED einzeln in der Farbe einstellen und in der Helligkeit und so weiter. Und dadurch könnte man hier schöne Lichteffekte schaffen, sodass man eben, wenn man die Treppe betritt, was über einen Bewegungsmelder festgestellt werden wird, kann man dann eben hier so einen Effekt abspielen und das Ganze irgendwie visuell nochmal in Szene setzen. Klar, alles Spielerei, braucht man alles nicht. Aber das ist zumindest aktuell so eine Idee. Mal sehen, ob ich das tatsächlich dann auch so mache. Welches LED-Band ich dann in das Profil klebe, das spielt ja spielt im Prinzip noch keine Rolle. Und auch von der Verkabelung her ist das ja im Prinzip gleich. Der ein paar Adern mehr oder weniger, das spielt keine Rolle. Das kriege ich alles durch das Leerrohr locker hindurch. Das Einbauprofil selbst habe ich jetzt hier als Muster mir auch schon mal testweise bestellt. Ich glaube, 1 Meter oder so dürfte das jetzt sein. Ich hatte das in erster Linie halt bestellt, um einfach zu gucken vom Profil her, von der Tiefe her. Und so vom Aufbau her, ob das alles hinhauen kann, so wie ich mir das vorstelle. Klar, da gibt es auch technische Zeichnungen, aber ich habe das Zeug ganz gerne dann doch mal in der Hand, einfach um zu sehen, wie gut das am Ende klappt. Das ist jetzt von Barthelme, das Wall-Lite 3.0, soweit ich weiß. Wie gesagt, ist jetzt erstmal eine Testbestellung, nachher muss ich dann natürlich die entsprechende Menge und die Abschlusskappen und so weiter dazu bestellen. Das kommt dann noch. Grundsätzlich ist es aber so, das Profil. So sieht man das, so schaut das eben von der Seite aus, so wird das dann an die Wand geschraubt, geklebt, wie auch immer. Bei uns wird das dann wohl eingegipst mit werden. Und das ist nun so, dass hier eben in diesem Bereich kommt das LED-Band, das sieht man aber nicht, das strahlt dann nach unten eben ab und wird dann hier an dieser Fläche so ein bisschen reflektiert. Das sorgt einfach für diesen indirekten Effekt, dass man eben nicht in die LEDs hineinschaut direkt, das ist ja meistens nicht so schick, sondern dass man da zwar eine Helligkeit hat, eine Lichtquelle, aber das ist dann eben so diffus und gebrochen und so weiter und das macht dann doch mehr her, als eben direkt irgendwie in die LED-Bänder hineinzuschauen. Ansonsten ging es auch hier oben im Bad, im Obergeschoss eben um das Thema Beleuchtung in den letzten Tagen in erster Linie. Die Unterputzdosen, die waren ja soweit schon auch beim letzten Mal fertig, eben hier auch die roten Signaldeckel an vielen Stellen jetzt gesetzt und vorbereitet. Was aber hier eben passiert ist, ist zum einen bei dieser Nische, die haben wir einfach nochmal versetzt um ein paar Zentimeter. Dadurch, dass unser WC, unser Klo eben höher montiert ist, hat mir das nicht mehr gefallen. Das war dann doch zu tief. Auch die Mauer und so weiter. Ich wollte das ein bisschen absetzen, habe jetzt die Nische nochmal nach oben versetzt. Die soll ja auch beleuchtet werden. Daher gibt es da schon mal so einen Schlitz nach oben. Ähnlich hier. Das ist jetzt hier so eine Nische bei der späteren Badewanne. Auch mit Beleuchtung oder mit geplanter Beleuchtung. Noch gibt es die ja nicht. Aber auch hier ist schon mal der Schlitz vorgesehen.
Bei dieser Gelegenheit fällt mir noch eine Sache ein und ich möchte euch quasi mein Lieblingsrohr präsentieren, mein Lieblingslehrrohr. Ich bin ja großer Fan von Lehrrohren und ich habe jetzt tatsächlich auch noch ein Lehrrohr hier oben im Bad, im Obergeschoss, aber auch im Gäste-WC im Erdgeschoss, in den Spülkasten selbst geführt. Neben der Frischwasserleitung geht das hier irgendwie so herunter. Das Ganze wird ja noch eingemauert. Hier wird es noch eine Vormauerung geben. Das verschwindet nachher komplett. Und ich habe hier einfach die Möglichkeit von innen. Ist schon ein bisschen eine Fummelerei. Da ist ja noch so ein Anschlussschlauch und so weiter im Weg. Aber grundsätzlich habe ich die Möglichkeit, hier auch Kabel oder Dinge hineinzuziehen über das Leerrohr in den Spülkasten. Und das klingt zunächst einmal verrückt, aber die Idee ist zum einen mal, also grundsätzlich oder ursprünglich war die Idee, einfach einen Hubmotor hier einzusetzen und das Ganze elektrisch auslösen zu können. Das war so eine Idee, die ich eben hatte. Das wiederum hat aber der, ja, hat, ist nicht auf viel Gegenliebe gestoßen bei meiner besseren Hälfte und hat halt vor allem den Nachteil, dass man dann bei einem Stromausfall, bei einer Störung auf dem System irgendwie das WC nicht mehr auslösen kann. Das möchte man natürlich auch nicht, aber das wäre zumindest optisch, hätte das so einen Coolness-Faktor. Man könnte halt statt diesem klassischen, dieses Betätigungsfeld, wie man es erkennt, aus Plastik, aus Kunststoff, das dann mechanisch eben eingedrückt wird und dann gibt es einen zweiten Teil, mit dem man das wieder stoppen kann und so weiter. Das könnte man eben ablösen durch zum Beispiel eine Fliese mit einem Touch-Sensor und der wird dann eben durch so einen Touch-Vorgang, wird dann der Spülvorgang ausgelöst. Hat halt so einen Coolness-Faktor, aber ja, wird es jetzt in der ersten Ausbaustufe erstmal nicht geben, aber wird als Nachrüstlösung immer noch möglich durch dieses Leerrohr. Ich möchte aber in erster Linie einfach nur den Spülvorgang erkennen. Ich weiß nicht, was ich mit dieser Information nachher noch mache. Vielleicht auch nur für die Zuordnung, wie viel Wasser wo entnommen wird jeden Tag. Ich werde an zentralen Stellen Wasseruhren installieren, die ich eben auch digital dann auswerte. Aber ich habe jetzt nicht an den einzelnen Entnehmern oder an den einzelnen Abnahmestellen eben irgendwie Wasserzähler. Einfach, weil sich das hier nicht so besonders gut verbauen, beziehungsweise vor allem auch nicht irgendwie zugänglich verbauen lässt, sodass man das eben auch warten kann, wenn da mal was kaputt geht. Daher werde ich die Wasseruhren eben an zentraler Stelle verbauen und erhoffe mir, dass ich dann durch Temperatursensoren zum Beispiel erkennen kann, wenn das Ding hier ausgelöst wird und dann kann ich eben den Vorgang, also die Entnahmemenge, die ich dann an zentraler Stelle eben ablese, vielleicht diesem WC hier zuordnen. Das ist so eine Idee. Alternativ könnte man hier wahrscheinlich auch mit Ultraschall im Spülkasten arbeiten oder mit einem Pegelsensor, der dann einfach merkt, wenn sich hier der Wasserstand ändert. Muss ich mal sehen, das ist tatsächlich irgendwie eine verrückte Idee für später. Braucht es jetzt an der Stelle nicht. Werde ich sicherlich in den ersten Wochen, Monaten und wahrscheinlich sogar Jahren nicht dazu kommen, mich um solche Spielereien zu kümmern. Aber zumindest habe ich jetzt da hoffentlich dran gedacht und kann mich dann im Nachgang dem Ganzen widmen, wenn irgendwie die Beleuchtung, die Heizung und die Lüftung und so weiter alles im Haus schon mal funktioniert. Ja, und ansonsten haben sich hier in irgendwann vielen verschiedenen Stellen so kleinere Veränderungen, Verbesserungen oder halt Fortschritte ergeben. Im Detail, das mag man gar nicht sehen, zum Beispiel jetzt hier, wo ich drauf schaue, haben wir auch in den letzten Tagen, im Laufe dieser Woche, noch weitere Lebo in diesen Schlitz zum Beispiel verarbeitet. Kann man sehr schlecht sehen, aber da sind auch nochmal 6 x 32 mm Leerrohre verbaut, zusätzlich zu dem HT-Rohr, was ja auch schon als Leerrohr fungiert. Aber ich dachte mir, man kann nie zu viele Leerrohre haben. Das habt ihr sicherlich gemerkt. Ich bin verrückt, ich mag Leerrohre. Aber wenn das Ganze jetzt eben verschlossen wird, habe ich jetzt einfach nochmal zusätzlich die Möglichkeit, Leitungen nach oben zu ziehen, zusätzlich zu dem sowieso bereits eingeplanten, verbauten Rohr. Und ja, tut nicht weh, wird sowieso verschlossen. Und dann habe ich halt einfach zusätzliche Möglichkeiten. Und so ähnliche Dinge habe ich eben auch an anderen Stellen eingebaut, in die bereits vorhandenen Schlitze. Das war auch ursprünglich nicht eingeplant, ist eher oder mehr oder weniger Reserve. Vermutlich wird es nie gebraucht. Aber wie so schön heißt, besser haben als brauchen. Und gerade Leerrohre, wenn man, also die Kosten in der Anschaffung wirklich nur ein paar Cent pro Meter. Und davon kann man im Prinzip nicht genug haben, zumindest ich nicht. Genau, das soll es an der Stelle schon gewesen sein für heute und für jetzt. Und ihr konntet ja wahrscheinlich selbst sehen, dass das vielleicht ein bisschen verstreuter zuging, als es sonst der Fall war. Hier ist einfach an vielen Ecken sind hier verschiedene Dinge passiert. Und ich hatte hier einfach in den letzten Tagen und Wochen immer mal wieder andere Helfer vor Ort, die dann halt sich einfach anderen Themen gewidmet haben. Das macht alles aber auch gar nichts. Ich muss halt am Ende irgendwie die Fäden zusammenführen. Und bevor hier verputzt wird, muss halt einfach alles soweit abgeschlossen sein. Das kriege ich aber hin, das traue ich mir zu. Und dementsprechend werde ich mich jetzt eben drauf und drüber machen, hier das ein oder andere Thema heute noch weiterzuführen und vielleicht zu Ende zu führen. Und ansonsten geht es eben auch in der Zukunft, in den nächsten Tagen hier noch weiter.
Wie gesagt, es soll jetzt auch mit den Verputzarbeiten dann irgendwann mal losgehen, sobald das Wetter zulässt. Und vor allem, wenn ich jetzt hier mit dem Generalunternehmer mal spreche, jetzt nach den Weihnachtsferien und nach der Weihnachtszeit. Und dementsprechend wird es vielleicht in einem der nächsten Videos hier schon Eindrücke geben, wie so ein verputztes Haus aussieht. Aktuell sind die Wände ja noch rot, aber das wird sich sicherlich in den nächsten Tagen und Wochen ändern. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Auf Wiedersehen. Tschüss.